Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mass Effect 2 für die Xbox 360. Und im letzten Part haben wir... Was haben wir im letzten Part eigentlich gemacht? Wir haben ein Schiff vor dem Absturz gerettet, genau. Und jetzt, habe ich angekündigt, werden wir den ersten DLC machen, nämlich das Projekt Feuergänger. Rosalie ist verschollen. Genau. Und da werden wir einfach mal schauen... Da wird uns ja unser Sternenkartensystem sagen, wo wir hin müssen. Erstmal müssen wir auf jeden Fall zum Massenportal. Ganz schön viele Sternensysteme gibt es hier. In diesem Omega-Nebel-System. Krass. Nun gut. Gehen wir kurz zum Treibstoffdepot, um uns dahingehend wieder voll zu machen. Ich, wie gesagt, möchte immer noch nicht irgendwo mal stranden. So. Und wir wollen das den Feuergänger machen. Genau, MSV Rosalie ist verschollen. Springen wir durchs Massenportal und gucken in das andere System. Ja, wir müssen ins Elyster-System. Das Aquia-System haben wir schon zu 100% entdeckt. Ich weiß nicht, ob es... Also meiner Ansicht nach ist es ja vollkommen egal... über welchen Pfeil man aus so einem System rausfliegt. Man kommt eh immer gleich raus. Okay. So, hier unten auf diesem Planeten soll die MSV Rosalie sein. Vorher werden wir trotzdem mal ganz kurz ein wenig nach Mineralien scannen. Denn, ja, so ein paar Forschungen haben wir noch offen. Ja, hier haben wir einen mittleren Planeten, Palladium. Haben wir zwar schon viel, aber nehmen wir einfach mal mit. Schauen wir mal, was wir ausbeuten können. Ich werde jetzt hier nicht eine akribische Studie über Mineralien auf Melile machen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber so ein bisschen was kann ja auch nicht schaden. Leute, es ist heiß. Wir haben den 6. Ja, den 6. Juni. Nein, Quatsch, den 6. Juni. Den 6. Mai. Aber es fühlt sich an wie Mitte August. Also, es ist wirklich, es ist unglaublich warm. Wir haben 22 Grad im Schatten. Und, find mal Schatten. Also, auf meiner Terrasse gibt es keinen Schatten. Es ist unglaublich warm. Wir haben heute draußen gegessen. Und, boah, es war so, richtig, man fühlt sich wie im Hochsommer. Und, wow, einfach mega gut. Hat Spaß gemacht. Könnte man wiederholen, definitiv. So, hier auf Odust haben wir hohe Mineralienvorkommen. Das werde ich definitiv ausnutzen. Vielleicht auch hier keine wirklich akribischen Studien, aber... Ich meine, guckt euch diesen Ausschlag bei Platin an. Das waren jetzt gerade 3000 Platin. Das sollte man nicht verachten, ne? Okay. Ja. Es ist heiß und auch hier in meinem Aufnahmezimmer ist es echt heiß. Ich schwitze mir hier und das ist der erste Part, den ich aufnehme. Ne? Es wird wärmer. Ich schwitze hier für euch. Ja, ja. Das ist, ne? Ihr wisst, wo ihr ran seid mit mir. Ja, ja. Okay, gut. Zwei Planeten haben wir noch. Schauen wir mal, was wir auf Hesano so finden. Niedrig, nee, da finden wir gar nichts. Ist okay. Dann haben wir hier noch einen unerforschten Planeten mit dem Namen Seleas. Was hat der? Hoch. Hoch ist gut. Hoch ist besser als niedrig. Auf jeden Fall vielfach besser als niedrig. Aber irgendwie sieht das gerade nicht so nach großen Vorkommen aus. Vielleicht viele kleine, aber... Nee. Ja gut, also hier vibriert es mal kurz, aber... Das war jetzt auch nur ein ganz kleines bisschen Iridium. Also dafür lohnt es sich jetzt nicht wirklich... Oha. Pause zu machen. Nehmen wir mit. Ja, komm schon. Gib mir Palladium. Ich weiß gar nicht, ob wir momentan eine Forschung haben, die 25.000 Palladium braucht. Aber ist egal. Denn wir haben noch genug Forschungen, auch die weniger von allem brauchen. Element Zero könnten wir viel von gebrauchen. Aber da finden wir gerade nichts von. Ja gut, das war vielleicht ein bisschen daneben. Gut. Aber das letzte bisschen von diesem Planeten gucken wir uns trotzdem noch an. Bevor wir hier
dann letztendlich wirklich in den DLC reinstarten. Ich bin sehr gespannt. Soll so ein bisschen wie eine Art Jump'n'Run aufgebaut sein. Es ist eine Questreihe. Schauen wir mal, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich mag ja DLCs, wenn sie gut gemacht sind. Bei Mass Effect 3 zum Beispiel habe ich sehr, sehr große Lobe auf den Citadel DLC gehört. Lobgesänge, ja. Wir gucken einfach. So, noch mehr Iridium. Unsere Vorräte steigern sich. Na gut, jetzt ist der Planet bei Nidrium, bei Niedrig angekommen. Soll uns reichen. Oh, Entdecker. Was auch immer dieser Erfolg uns sagen will. Hier ist die Anomalie. Schicken wir mal eine Sonde runter. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Anomalie geortet. Scans haben das Erkundungsfahrzeug Hammer sowie aktive Datenspeicher geortet, die möglicherweise Informationen über den Verbleib von Dr. Casey und Dr. Oloy enthalten. Okay, gucken wir mal hin und schauen mal, was denn diese, ja, diese Anomalie oder was auch immer wir da jetzt gerade gescannt haben, uns dann letztendlich über den Verbleib von den beiden Doktoren sagen wird. Ich bin gespannt. So, wen nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, wir nehmen Tali und Kazumi mit. Geiles Team, auf jeden Fall. So, Gruppenwaffen passen soweit. Da brauche ich nichts zu verändern. Bei Kazumi hätten wir vielleicht nochmal gucken können. Okay, starten wir den Feuergänger-DLC. Finden Sie Hinweise auf den Verbleib von Dr. Casey und Dr. Oloy. Okay. Na gut. Hier haben wir eine Frachtcomputersteuerung. Ich würde sagen, wir umgehen die einfach mal. Zumindest wenn wir das schaffen. Das war dieses hier. Das haben wir zum Beispiel da. Okay, so. Dann haben wir da oben eine Erdung. Das war die Sicherung. Okay, dann nehmen wir die so. Und dann das hier und das hier. Na gut. Okay, damit kriegen wir das Ding schon mal auf. Wow. Was ist das? Okay, gut. Ich würde sagen, wir springen. Ja, gut. Missionsziele geortet. Achtung, Zielsuchraketensystem aktiv. Ach so, und hier dürfen wir dann... Sehen wir uns das näher an. Halten Sie Y und bleiben Sie in der Nähe der Forschung, um sie einzusammeln. Okay. Und nu? Ach, da unten, das soll auch eine Forschung sein. Okay, gut, dann sammeln wir die auch ein. Ach so, ja, und ständiges Rauchverbot. Ja. Und das Fahrzeug versucht da, driftet immer ab, wenn wir dann, die Forschungsdaten sammeln. Okay, habe ich verstanden. So, und nu? Brauchen wir mehr Forschungsdaten. Das habe ich auch verstanden. Also, wenn wir A drücken und gedrückt halten, springen wir immer höher. Interessantes Konzept. Wo sollen denn hier aber noch weitere von diesen Forschungsdaten sein? Da ist Lava. Da wollen wir, glaube ich... Naja. Ich meine, wir können es ja mal versuchen. Hier haben wir das Teil rausgeholt. Aber wo soll es denn hier noch weiter lang gehen? Hallo? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich hier unglaublich viel sehe... Aber ich sehe zumindest, dass es hier nicht weitergeht. Wir versuchen es mal hier hoch. Okay. So, und vielleicht hier hoch.
Ja, gut. Ach so. Dann schießen wir das mal weg. Alles klar. Drücken Sie LT, um das Feuer zu stürmen. Okay. Also mit LT machen wir Gas. Gut. Viel Gas. Hier haben wir die nächste Forschung. Gut. Aber hier. Ja, komm, bleib da, bleib da. Danke. Credits erhalten. Sehr schön. Schön wäre, wenn die Forschungen uns auch irgendwie was anderes geben als nur Credits, aber das hat Mass Effect irgendwie noch nicht so raus. Uiuiui, okay. Ja, komm, halt dich oben. Perfekt. So. Nein, 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 nein. Also es driftet schon ganz schön gut da raus aus diesen Kreisen. Man muss schon echt ordentlich dagegen steuern. So, und jetzt hier lang. Ja, perfekt. Wir müssen da hoch, sehen wir hier. Die Frage ist, wie kommen wir dort hoch? Vielleicht über diesen kleinen Felsvorsprung dort hinten. Wir versuchen das. Okay. Hier drin sind wir schon mal. Aber wie sollen wir denn jetzt hier nach oben kommen? Hier sind wir doch... Nee. Hier waren wir noch nicht. Oder doch? Nun gut. Wir müssen hier irgendwie auf diesen Berg drauf kommen. Ich würde sagen, wir müssen hier auf diesen Felsen. So. Da unten ist die Forschung nicht. Die ist schon da ganz oben. Dann gehen wir hier auf den. So. Und jetzt? Nee, nee. Darüber? Nein, 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 nein. Ah. Okay. Das war knapp. So. Nein, nein. Scheiße. Okay, das war nicht richtig. Also ich würde sagen, das ist ein sehr interessantes Konzept, aber viel mehr kann ich dem auch nicht abgewinnen. Ja, man kann sagen, hier, BioWare wollte mal was komplett Neues ins Mass Effect-Universum reinbringen. Ob man das jetzt so in der Form braucht, sei mal dahingestellt. Es ist witzig. Aha. Oh, 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 oh. Nee, so, so genau, ja. Okay, dann holen wir uns diese Forschung hier. Bleib da drin. Bleib bloß da drin. Witzige Sache, auf jeden Fall. So, und hier müssen wir bestimmt... Nein! Shit. Das war nicht mein Plan. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das funktioniert. Mit Anlauf, also mit LT. Und dann da rein. Aber dem war nicht so... Wow, wow, wow. Nee, nee, nee. So nicht. Wobei, doch, vielleicht schon. Erstmal hier rüber. So. Dann hier wieder zurück. Hep. Okay. Ach so, da ist noch eine. Ah, ich dachte, wir hätten nur noch... Ich war gerade etwas irritiert. Ich dachte, es gäbe insgesamt nur noch eine Forschung. Naja, okay. Nehmen wir die auch noch mit. Am besten, ohne auf der einen Seite runterzufallen. So. Komm. Dankeschön. Mich würde halt mal interessieren, was genau das sein kann, was man so machen muss, um irgendeine Forschung zu bekommen. Aber... Nein, ich wollte da drauf. Aber BioWare wird sich dabei bestimmt irgendwas gedacht haben. So.
Die letzte Forschung gibt es dort. Vielleicht, wenn wir hier hinspringen, sind wir außerhalb des Levelbereichs. Okay. Nein! Komm schon! Okay. Das war, glaube ich, nicht ganz so geplant von BioWare. Aber wenn man die A-Taste festhält, dann kann das klappen. So, bleib da drin in dem Kreis. Danke. Und jetzt? Achso, das war's schon. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese Forschung mal mit und beenden die Mission. Ja. Achso, und dieses Gefährt, Wrack des Frachters MSV Rosalie gefunden, Forschungsdaten beschafft. 125 Erfahrung, 15.000 Credits, ja schön. Aber das scheint jetzt nicht wirklich ein storygetriebener DLC zu sein. Also ja, okay, die MSV Rosalie ist abgestürzt, findet das Wrack, bla bla. Aber es gibt jetzt nicht irgendwelche großen, coolen Dialoge, irgendwelche neuen Zusammenhänge oder so. Sondern es ist wirklich, ich meine, der war auch sehr günstig. Ich glaube, der hat auch nur irgendwie einen Euro gekostet oder so. Oder war sogar komplett kostenlos. Stimmt, der ist kostenlos für Leute, die das Cerberus-Netzwerk haben. Ja, ja. Er ist halt quasi beim Spiel dabei. Okay, gut. Gucken wir mal kurz in unser Tagebuch. Das geht jetzt nämlich weiter. Dieses N7-Geth-Aktivität ist irgendwie ein Übersetzungsfehler. In der englischen Version heißt der nämlich auch Projekt Feuergänger. Den Daten zufolge war Dr. Case an Wetteranomalien auf dem Planeten Latesh interessiert. Er hat Sonden auf der Planetenoberfläche ausgebracht und darauf gehofft, dass die unnatürlichen Zustände der Atmosphäre auf proteanische Technologie zurückzuführen sind. Falls Cerberus die Daten dieser Sonden beschaffen könnte, würde das vielleicht etwas Licht auf Dr. Caseys Forschung werfen. Fliegen Sie nach Latesh im Komos-System im Phönixhaufen und beschaffen Sie die Daten der Sonden auf der Planetenoberfläche. Genau das werden wir jetzt tun. Also N7-Geth-Aktivität. Wir schauen mal rein. Und ich denke, das wird alles vom ähnlichen Stil sein. Also wir werden immer mit diesem komischen Hammer, mit diesem tollen neuen Gefährt unterwegs sein. Aber warum auch nicht? Gut. Fliegen wir zurück ins Aquila-System. Und ich muss sagen, das ging gerade schon ganz schön an unseren Treibstoff. So, hier ist das Massenportal. Ja, nehmen wir mit, natürlich. Und wir wollen die Geth-Aktivitäten. Phönixhaufen, hier. Ja, hier steht es auch mit Feuergänger Geth-Überfall. Das ist ja wunderbar. Immer, wenn man sich so wunderbar einig ist, was Übersetzungen angeht, ne? Klasse. Feuergänger Geth-Überfall im Chomos-System. Okay. Und dann hier unten runter. Auch das wieder kostet eine ganze Menge Sprit. Gut, fliegen wir nach Latesh. Anomalie geortet. Und gucken, was wir hier für eine Anomalie haben. Erstmal überhaupt finden, wo sie ist. Da, danke. Sonde unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Planetenscans haben Signale von Sensorkapseln empfangen, die auf der Oberfläche zurückgelassen wurden. Die Kapseln enthalten möglicherweise wertvolle Daten. Warnung. Oberflächentemperatur ist extrem niedrig. Empfehle den Hammer so wenig wie möglich der Kälte auszusetzen. Okay, das wäre jetzt dann quasi eine Verschwierigung. Falls es dieses Wort in der deutschen Sprache gibt, ich weiß es nicht. Ansonsten wird es einfach schwieriger, ja. Gut. Wir dürfen also nicht lange den Boden berühren. Warum wir hier eine Crew mitnehmen können, ist mir total schleierhaft. Wir sehen sie sowieso nicht. Ja klar, bleibt erstmal auf dem kalten Boden stehen. Das Verweilen in Extremtemperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Missionsziele geortet. Ja dann.
Gucken wir doch mal. Übrige Knoten, 10 Stück. Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Können wir denn hier überhaupt speichern? Bezweifle ich, ne? Wahrscheinlich müssen wir das wirklich in einem durchmachen. Ja. Was soll ich denn machen? Fliegen oder was? Mehr fliegen. So. Gut. Ach so, immer wenn wir so ein Teil einsammeln, dann werden wir wieder warm. Okay, das habe ich verstanden. Ja, gut. Also, immer schön schnell die Dinger einsammeln. Ich denke, es ist eine Art Rundkurs, oder? Das wollte ich doch gar nicht. Also wenn wir scannen oder Y drücken und nicht auf so einem Teil sind, dann macht's da. Okay. So, das hätten wir auch. Noch 6 Knoten. Ich hätte jetzt gesagt, gegen das Fallen der Maschinentemperatur können wir einfach so quasi einen Dauersprung machen. Hält uns ja auch immer irgendwie ein bisschen in der Luft. Und würden dadurch quasi die Maschinen auf Temperatur halten. Aber ist wohl leider nicht so. Also müssen wir uns wirklich ein bisschen beeilen. So, 5 Knoten haben wir noch. Wir laden allerdings die Temperatur auch nicht immer wieder komplett auf. Oh, oh. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Ja. Ist mir klar. Komm schon. Hindernis geortet. Dankeschön. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Weiß ich. Brauchst du mir nicht jedes Mal zu sagen, dass die Maschinentemperatur fällt. War jetzt aber auch gerade echt ein weiter Weg zwischen den zwei Dingern. Komm schon. Hol sie dir. Hindernis geortet. Dankeschön. Noch 3 Knoten übrig. Müssen wir nur hoffen, dass wir keinen Knoten verpasst haben. Wenn wir einen verpasst haben, dann könnte das böse enden. Okay, 2 noch. Das kriegen wir hin. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Am besten ohne, dass unsere Maschine unterkühlt. Komm, nimm's doch mit. Hindernis. Dankeschön. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ja, weiß ich. Komm. Zeig mir einfach, wo das letzte Hindernis ist. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Ja, genau. Da. Okay, das schaffen wir. Es ist zwar noch ein Stück, aber wir haben auch noch ein bisschen Temperatur. Komm. Temperatur des Maschinenkerns ist auf kritisches Niveau gefallen. Ja. Maschinenausfall unmittelbar bevorstehend. Komm, das schaffen wir. Danke. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Geht doch. Ohne einfrieren. Alles gut. So, was jetzt daran irgendwas mit Geth zu tun haben sollte, weiß ich nicht. Daten beschafft von 10 Knoten, 125 Erfahrung, 2500 Credits, 5000 Palladium. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schauen noch kurz nach den Forschungen, werden dann anschließend einmal im Codex schauen, denn dort haben wir auch irgendwas Neues bekommen. Und dann werden wir diesen Part beenden. Genau, also ich denke, es hat jetzt einfach keinen Sinn, irgendwie zwischendurch noch eine Mission anzufangen, wo wir dann... Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ach so. Ja, okay, die gucken wir uns dann gleich auch noch natürlich noch eben schnell an. So, Forschungsterminal. Gucken wir mal bei den Panzerungsupgrades. Da haben wir nicht genug Materialien für. Schiffsverbesserung wollen wir gar nicht mehr. Kräfte neu ausbilden wollen wir eigentlich nicht. Gucken wir bei den Waffen. Ja, wir können die Durchschlagung von den Sturmgewehren erhöhen. Machen wir das einfach. So. Wunderbar. Dann gucken wir uns erst noch unsere neuen E-Mails an.
über die uns Kelly gerade informiert hat, ungelesene Nachrichten. Prototyp wiederbeschafft. Dass sie den Hammer unversehrt wiederbeschaffen konnten, war gute Arbeit, Commander. Er wird uns noch sehr nützlich sein. Außerdem enthalten die Daten des Notfallsenders der MSV Rosalie wichtige Informationen über einige der von Dr. Casey und Dr. O'Loy untersuchten Planeten. Edie hat die Position in ihre Galaxiekarte übertragen. Wir hoffen, dass einer davon sie zu der proteanischen Fundstätte führt. Trotz einer offensichtlichen Instabilität ist Dr. Casey unbestritten ein brillanter und entschlossener Wissenschaftler. Wenn sie weitere Logs oder Aufzeichnungen von ihm finden, würde uns das sehr helfen. Wir wissen immer noch nicht, wie die Geth Dr. Casey auf der Spur bleiben, also seien Sie vorsichtig. Daten zur Atmosphäre erhalten. Commander, ein überaus fähiges Team analysiert derzeit die von Ihnen beschafften Daten über die Geth-Forschung zur Veränderung der Atmosphäre. Hoffentlich können wir daraus neue Methoden des Terraforms zu künftigen Kolonien ableiten. Die Tech in den Sendern enthielt auch Innovationen auf dem Gebiet der Kommunikation und wird uns dabei helfen, bessere Systeme zur Unterdrückung der atmosphärischen Rauschens zu entwickeln. Es gibt auf diesem Planeten keine Anzeichen proteanischer Aktivitäten. Ja, schade. Proteanische Aktivitäten sind immer cool. Gut. Das wäre dann das von dieser Seite. Schauen wir in den Codex. Der blinkt, aber uns irgendwie nichts Neues. Doch, da, bei Spezialfahrzeug der Hammer. Okay. M44 Hammer. Das Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer ist ein leicht manövrierbares gepanzertes Fahrzeug mit Masseneffektunterstützung. Der Hammer hat keine Räder, sondern drei Feststoffraketentriebwerke und rast mit über 120 Stundenkilometern über das Schlachtfeld. Dadurch kann er mit schnellen gepanzerten Einheiten in Formation bleiben, über ruhiges Wasser gleiten und sogar Bodenhindernisse überspringen. Backup-Mikrobooster sorgen dafür, dass der Hammer auch nach der Zerstörung von zwei Haupttriebwerken noch voll manövrierfähig ist. Der Hammer verfügt über die meisten Features anderer interplanetarer Kampffahrzeuge. Umgebungsversiegelter Innenraum, kinetische Barrieren mit 360-Grad-Schutz und Raketen mit Zielsuchsystem, die sogar bei wilden Fahrmanövern exakte Treffer ermöglichen. Zu den elektronischen Gegenmaßnahmen gehören lasergesteuerte Ortung, aktive thermale Tarnung und ein Bodenradar zur Ortung von Waffen. Die Steuerung des Hammers entspricht der normaler gepanzerter Fahrzeuge, so dass Panzerfahrer ihn ohne zusätzliche Ausbildung bedienen können. Deshalb haben Hammer mit Standardausrüstung auch keinen Höhenmesser oder ähnliche Sensoren. Die optimale Flughöhe beträgt 2 Meter über dem Boden. Okay, gut. Ich würde sagen, wir schauen noch kurz ins Tagebuch. Hier haben wir noch 2 weitere Missionen oder Aufträge zum Projekt Feuergänger. Die werden wir auch als nächstes machen. Allerdings erst, wie gesagt, im nächsten Part. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin sage ich Keep Gaming und ciao.